Ja, hallöchen Leute. Oh, hier sieht man den Server-Chat. Hey, hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Creativerse. Juhu, wir spielen wieder dieses super tolle, schöne Spiel. Und natürlich haben wir, Physik. Ja, natürlich haben wir letztes Mal wieder eine riesengroße Baustelle hinterlassen, nämlich unser riesengroßes, pompöses Haus am See. Uli, uli. Am See, ja, genau. Und dieses Haus. Stone Block Wall, Moment. Hä? Eigentlich müsste ich da keine Stone Block Wall, sondern Stone Block Floor reinschmeißen. Aber Moment mal, was habe ich jetzt eigentlich genau hier? Das ist auch Stone Block Wall. Ich brauche Stone Block Wall. Was ist das? Ist das Floor? Ja, genau. Stone Floor. Wie sieht denn Stone Floor aus? Was habe ich doch gerade letztens, glaube ich, rausgerissen, oder? Ja, das fängt ja schon gut an. Ja, also, wir bauen heute auf dieser tollen Baustelle weiter. Wieso habe ich die eigentlich letztes Mal rausgerissen? Ich glaube, Stone Floor sieht ja besser aus. Komm. Ja, wir reißen wieder alles um, weil was würden wir denn sonst Schönes machen? Und ich hoffe, dass wir heute zumindest mal halbwegs mit den ganzen Baustellen fertig werden. Weil, ja, wir müssen auch mal erforschen und erkunden gehen. Aber das Wichtige ist ja wirklich mal, dass wir auch unser Haus entsprechend fertig machen oder zumindest halbwegs fertig machen. Das Haus wird nie fertig sein, aber zumindest mal, dass wir gewisse Teile des Hauses fertig haben, dass wir auch unsere Sachen dann einlagern können, die wir dann beim Erkunden der Welt finden werden. Ja, weil es wird sehr, sehr viele Items geben. Oh, hier unten ist überall grün. Alles Gras. Versteckt man im Boden. Ja, ein guter Tipp. Haha. Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, wir werden in den Höhlen sehr viele Sachen finden. Und es gibt auch sehr viele verschiedene Blöcke. Und also Blockarten, Blocktypen. Und darum will ich auch gleich das Haus insofern so groß machen, dass wir verschiedene Lager haben bzw. machen können. Und das alles auch schön thematisch richtig gestalten können. Und deshalb reiße ich jetzt diesen Boden wieder raus, weil... Ja, so halt, ne? Gut, ich glaube, das ist ein temporärer Aufstieg für das da. Gut, dann können wir hier jetzt... Nein? Also da kommt dann Stone Floor an die Decke. Naja, okay, warum auch nicht, ne? Da, 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 da. Ja, und ich verbaue mich hier die ganze Zeit. Und, oh, meine Wood Mining Cell ist fast kaputt. Und wir müssen auch echt gucken... dass wir bald mal etwas Rohstoffe finden für die Mining Cells, weil sonst stehen wir wirklich irgendwann mal da, ohne dass wir gute Mining Cells haben. Und das wäre nicht so gut. Was ist das da oben eigentlich? Limestone Wall. Ist das Limestone Wall, oder? Ja, genau. Limestone Wall und Carved Limestone Wall. Okay. Ja, gut. Das hätten wir soweit, aber jetzt müssen wir eigentlich hier außen... Wo ist das? Da ist der Aufstieg. Hier mit... Das Gute ist, wir können zwei Blöcke springen. Mit Stone Wall alles auspflastern. Und mein Wald, der ist schon so richtig schön am Wachsen hier. Also hier sieht man es. Die ganzen Bäume. Damit hätte ich eigentlich gar nicht gerechnet, dass die so gut hier wachsen. So. Ja, wir bauen die Wand hier hoch. Und ich muss sagen, ja, schön langsam. Es ist echt ein schönes Fleckchen hier. Ich bleibe dabei. Wir haben da vorne unsere Mine und überall hier die Berge. Wir könnten mal da hochsteigen und Eis sammeln, aber Eis brauchen wir. Brauchen wir Eis? Hm, weiß nicht. Naja, sehen wir eh. So, dadurch. Gut. Wir brauchen eh so viel Limestone, damit wir das Dach und alles machen können. Oh. Es wird eine Herausforderung. So, Stone Floor haben wir natürlich wieder Hunderttausende. Na toll. Das haben wir ja wieder klug gelöst. Hm. Und wir brauchen aber jetzt doch noch ein paar von denen. Übrigens nicht wundern, wir haben wieder ein paar neue Rezepte gefunden. Die habe ich in der anderen Aufnahme gefunden. Das habe ich eh schon mal erwähnt, ne? So, aber jetzt brauche ich hier nicht das, sondern das. Was brauchen wir denn? Das Stone Rod haben wir ja hoffentlich irgendwo herumliegen. Ja, hier Stone Dinger, die nehmen wir alle. Das ist gut. Und haben wir... Ach, haben wir keine Stone... Handwerksküste, Gegnerbelohnungen, Handwerksitems. Ja, ich habe Stone Rods, Gott sei Dank. Aber ich glaube, ich mache auch noch schnell ein paar. Nicht aus Limestone, sondern aus Bedrock, weil Limestone braucht man ganz viel. So. Zack, zack. Und ich würde sagen, 16 reichen erstmal. Sollte ausreichend sein, oder? Ich denke schon. Ja, ist ja nur noch das kleine Stückchen da vorne. Hey! Wow. Das wäre sich fast ausgegangen. So, und jetzt sieht das Haus dann, denke ich, von außen auch was gleich. Sieht dann von außen auch aus, ne?
Zack, zack. So. Gut, und hier, Moment, ganz kurz. Ein bisschen crouchen, weil da kommt dann das ran. Und da können wir eigentlich das schon rangeben. Dann haben wir hier auch gleich eine Referenz und ja. Wisst ihr, dann ist das auch, sieht das auch halbwegs stabil aus, die ganze Geschichte, weil ich mag ja das eigentlich gar nicht, wenn hier die ganzen Bauwerke so irgendwie da hängen und physikalisch überhaupt nicht korrekt. Ich meine, gut, was ich jetzt gerade mache, ist natürlich physikalisch auch nicht hundertprozentig korrekt, aber es ist zumindest besser, als wie wenn ich jetzt das Dach nur so rauflegen würde. Ja, und ich verpaue mich die ganze Zeit. Ich muss auch sagen, es sieht auch nicht schlecht aus. Also glaube ich zumindest, dass es zum Schluss nicht schlecht aussehen wird. Mal gucken, mal gucken. So. Ja, jetzt stehe ich natürlich hier irgendwo an. Oh. Bei meinem temporären Bauwerk vor dem Fenster. Na gut. Ja, müssen wir dann ohnehin draußen eine Leiter machen. Oh. Ach ja, hier haben wir natürlich schon ein bisschen Inventar. Interieur in meinem Haus. Steht natürlich auch alles im Weg. Hast du gut gemacht, Cloud. Alles steht im Weg. Ja, zum Glück ist das Haus groß genug. So. Gut, und ich habe es befürchtet, ich habe viel zu viel von diesen Steinböden. Naja, gut, viel zu viel. 40 ist jetzt... Es geht, sage ich mal. Geht, ja. So, da ist... Also jetzt etwas blöd. Da glaube ich, werde ich... Und vor allem, ich brauche hier... Moment. Ich rede schon wieder... ja, egal. Ich wollte was sagen, aber es ergab dann, während ich es aussprach, keinen Sinn mehr, dann habe ich es gelassen. Ne? Mache ich öfter so. So, sollten wir hier vielleicht hoch? Haben wir irgendwas zum Hochsteigen? Ich könnte mit Königsbienen hochsteigen. Nee, komm, wir steigen mit... Ja, mit dem Zeugs da hoch. So. Und sollte schon reichen eigentlich. Genau. Hey! Wupp, wupp. War voll die Baustelle hier. Jetzt hoffe ich nur, dass ich mich nicht versetze mit den Steinen. Ich meine, ich habe noch eine andere Mining Cell zum Abbauen dabei, aber naja, komm, das muss ja auch ohne gehen. Wie das physikalisch geht, weiß ich zwar auch nicht, was ich gerade mache, also da schwebe ich kurzzeitig in der Luft, aber naja, komm, muss man nicht alles so ernst nehmen. Zack, 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 und wir bauen und bauen und bauen und ja, das ist gut. Komme ich sogar mit dem Limestone, den ich habe, relativ weit. Also mit der Limestone Wall. Eins, zack. Ja, toll. Gut, dann brauchen wir... crouchen müssen wir dann nicht mehr. Also kriechen heißt das, ne? Auf gut Deutsch. So, jetzt schauen wir mal. Limestone Wall. Warum habe ich da eigentlich keinen Limestone Floor genommen? Haben wir sowas überhaupt? Ne, gibt es gar nicht. Es gibt keinen Limestone Floor. Limestone Floor, nicht Limestone Floor. Ja, Limestone Floor meinte ich natürlich. Ja, komm, da brauchen wir noch einiges. Bauen wir mal 48. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht zu viel war. Aber ich denke mal, das braucht man sicher. Ja, und was wir hier machen, weiß ich zwar noch nicht. Vielleicht reißen wir den... Wow. Frame Drops, okay. Vielleicht reißen wir den Baum hier auch weg und... heben hier alles noch ein Stückchen. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es ja auch nicht, weil hier ist nämlich Boden. Ja. Gut, das entscheiden wir dann nachher. Erstmal gucken wir, dass wir das Dach fertig machen und dann... Ja. Wow. Ja, das... Tut mir jetzt leid. Das passiert manchmal, weil hier das Springen irgendwie manchmal etwas seltsam ist. Weil da bekommt man auf einmal so viel Energie beim Springen, dass man so hoch springt, dass man dann runterfällt. So. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir hier noch brauchen, dass wir die Seite fertig zubekommen. Ja, das war nicht mehr so viel, aber ist okay. Huch. So, da runter. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht zu viel Limestone gebaut habe. Ich meine, so weiße Blöcke kann man immer mal wieder brauchen, weil die sehen nicht schlecht aus. Aber... Gerade Limestone brauche ich ja aktuell. Ist ja eines der wichtigeren Baumaterialien momentan für dieses Haus, weil wir müssen ja dieses lustige Limestone-Terrakotta-Dach, sage ich mal, draufklatschen. Ja, und ich habe, naja, gut, 12. 12 sind übrig geblieben. Hätte nicht sein müssen, aber, naja.
So, dann machen wir hier diese Dinger. Hui, und ich spring vom Dach. Könnt ihr nicht nachmachen. Von diesen Dinger machen wir erstmal... Oh, ach hey. Ja, 3, 4... Ja, ich habe hier keinen Limestone mehr. Okay. Und ich brauche Obsidian. Es hilft alles nichts. Habe ich hier noch irgendwo im Ofen Obsidian? Nö. Ja, ich befürchte wirklich, ich muss jetzt dann schön langsam Obsidian sammeln gehen. Und Limestone brauchen wir natürlich auch. Was brauchen wir fürs Dach? Hier brauchen wir Limestone, Melted Wax und Stone Slab. Das ist okay. Gut. Aber ich muss Limestone sammeln gehen. So. Das trifft sich eh gut, weil jetzt wird dann eh, wie es aussieht, schon wieder bald Nacht. Und in der Nacht gehe ich dann in die Mine und gehe Limestone sammeln. Aber erstmal schauen wir, wie weit dass wir hier kommen. Vielleicht war das eh schon genug. Wahrscheinlich war es genug. Ich habe wieder viel zu viel gebaut. Nee, das wird sich so nicht ausgehen. Zum Glück. Weil wenn ich da zu viel gebaut hätte, würde mich ärgern, weil Obsidian ist für mich momentan doch noch ein relativ wertvolles Material, sage ich mal. So. Ach, wie geil. Das ging sich wirklich auf dem Block genau aus. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ja, habe ich einfach gut gemacht. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, ich meine, wow, zeige ich jetzt natürlich auch nicht nein. So, das wird jetzt nur interessant, weil ich hier überhaupt noch nicht weiß, was ich in die Ecken rein tue. Weil leider leint das, also leider können wir, gibt es hier noch kein Eckdach. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal. So. Und ich muss das hier leider so blöd setzen, weil... Ja, sonst würde es sich falsch drehen. Oder kann ich hier? Nee, so geht natürlich nicht. Okay, ja, ich muss hier leider immer springen. Aber Dachdecker arbeiten auch so. Falls ihr irgendwann mal irgendwo Dachdecker seht, seht denen zu, die arbeiten auch so. Die springen auch immer. Hey! Hey! Hey, ja genau. Also, jetzt habe ich kein Dach mehr. Okay. Ja, nun gut, dann werden wir mal schnell Limestone sammeln gehen, hätte ich gesagt. Ohne gelbe Blume. Nehmen wir natürlich auch mit. So, und runter hier. Die rote Blume nehmen wir auch mit. Rote Blumen sind sehr wichtig momentan. So, und rein, danke. Ja, und ich muss dann irgendwann auch bald mal Lampen bauen, weil hier diese Moosfackeln, die sind jetzt nicht so prickelnd. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Ich muss das Glas, Holz-Item, Stein-Item, Dreck und Sand, andere Blöcke, andere Items, Beleuchtung, Reserve. Ja, komm, schmeiß mal bei andere Blöcke. Ja, genau, da gehört es gut dazu. Stein-Items, Holz-Items. Schmeiß mal bei Stein-Items das Stein-Items-Zeug rein. Das da, und das gehört für mich auch zu Stein-Items. Gut. Aber wir hätten eh sogar Kohlefackeln. Warum habe ich die nicht raufgeschmissen? Gute Frage. Was haben wir hier? Werkzeuge und Tränke, andere wertvolle Items, Tagebuchseiten. Hey, schmeißen wir das Zeug rein. Vielleicht lesen wir das irgendwann mal. Andere wertvolle Items haben wir nix. Werkzeuge und Tränke haben wir sehr wohl. Nämlich das Zeug. Super. Gut, dann hier haben wir noch Wood Mining Cell. Das ist gut, brauchen wir nur momentan nicht, weil da drinnen, da wo wir jetzt sammeln gehen, da brauchen wir eh diese Mining Cell. Ich hoffe nur, dass die nicht allzu schnell dann aufgebraucht ist. So, Gegnerbelohnungen, kommt das dazu? Ja, dann hätten wir sie erstmal diesen lustigen Block. Den klatschen wir noch auf irgendeinem Baum. Und ich befürchte, dass wir den auf den Baum oben drauf klatschen müssen. Nicht so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Ne, komm, das Laub lassen wir dran. So, einmal hier und einmal da. Ja, dann schauen wir mal, ob sich da was entwickelt. Hey, und... Autsch, ja natürlich, ich habe mir den Fuß gebrochen, klar. So, gut, wir gehen trotzdem jetzt erstmal noch Limestone sammeln, weil Obsidian brauchen wir momentan noch nicht. Momentan reicht noch Limestone und dazu müssen wir aber leider das Ding da reinhauen. Die Stone Mining Cell. Und die Frage ist, ja, hier ist genügend Limestone, aber es ist nicht gut ausgeleuchtet. So, gut, dann sammeln wir wieder. Eins sagte, wow, oh, ist das jetzt... Oh. Okay. Ja, das ist jetzt etwas... Hallo? Was war das jetzt? Das ist jetzt etwas doof.
Jetzt sind wir genau hier bei unserem Friedhof rausgekommen. Na gut, komm, das bedeutet, da müssen wir dann... Das ist schön, was ist denn das? Kohle. Ja, die Extraktoren sind fertig, aber das müssen wir dann leider wieder zumachen. Wobei, wir können es vorerst lassen. Nee, das geht nicht. Komm, das machen wir wieder zu. So. Das bedeutet, wir müssen eher in diese Richtung da nach drüben. Obsidian! Ja, wie cool. Und ich habe keine Extraktoren mit. Ah, verdammt. Ja, wunderbar. Na, zum Glück, wir haben Obsidian gefunden. Da muss ich jetzt relativ schnell dann irgendwann mal Extraktoren sammeln. So. Normalen Stein. Einen Bedrock. Und hier normalen Stein. Gut, dann ist der Fleck dann nach drüben wieder zu. Das ist gut. Huch. Ups. Den Limestone sammeln wir natürlich brav. Genau den brauchen wir. Für unser überdimensional großes Haus. Was ist das? Kohle? Ja, Kohle. Aber das ist gut, dass wir hier Obsidian haben. Das freut mich natürlich umso mehr. Das grabe ich auch. Oh. Was ist... Hä? Eine Höhle? Moment mal. Haben wir da schon so weit reingegraben? Wir haben hier wirklich schon den halben Berg abgetragen. Ach ey, okay. Na gut. Also meine Rohstoffmine ist relativ durchzogen von Gängen, die ich selber gegraben habe, wie es aussieht. Dass wir hier wirklich schon so tief gekommen sind, das ist alles Bedrock. Ah ja, das ist schön. Da ist nämlich noch Limestone zu finden. Holen wir uns natürlich schnell. Weil ich sag mal, so 90 Blöcke oder so wären schon nicht schlecht, dass wir einfach auch was auf Reserve haben. Das ist eh alles Limestone. Da, 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 da. Was war das jetzt? Das blaue? Ah, dahinter ist irgendwo. Ja, genau da. Okay. Ja, wir graben und graben und graben uns immer tiefer in die Erde. Und ich freue mich auch schon, wenn wir die erste Erkundungstour machen, weil ich gespannt bin, welche Abenteuer auf uns warten werden. Denn im Creativerse können durchaus interessante Dinge in den Höhlen passieren. Naja, eigentlich gar nicht, aber naja. Es wird trotzdem spannend, glaub mir. So, wir bauen ab. Wir haben... Nein, jetzt ist okay. Ja, bis jetzt... Gut, jetzt können wir eh wieder zurücklaufen, weil meine... Mining Cell, ja, also das Ding zum Abbauen, ist jetzt leider dem Moment in die Brüche gegangen. Und ich werde mir jetzt trotzdem auf die Schnelle 3 Extraktoren bauen, damit wir hier das extrahieren können. Und es ist schon wieder mal Nacht geworden. Ich hoffe nur, dass wir keine unliebsamen Besuche in unserem Haus zu verbuchen haben. Nee. Das sieht ganz okay aus. So, hier, nee, das da, genau. Stone Slab und Wood Slab. Ja, das werden wir ja wohl da haben. Stone Slab, Wood Slab? Ja, haben wir mehr als genug. Dann bauen wir jetzt 3, 4 so normale Extraktoren. Bauen wir 4. Weil da war ja Kohle auch drinnen. Und Stone Mining Cell. Ach, hallo. Freunde, wo kommt ihr denn? Oh, ich sterbe. Nein, nein. Boah, das war jetzt knapp. Alter, das war jetzt knapp. Jetzt wäre ich beinahe gestorben. Wo sind die jetzt bitte reingekommen? Hm. Muss ich vielleicht doch aufpassen und hier alles etwas dichter machen, ne? Während ich hier am Craften bin, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, komm, wir bauen uns noch 2 Stone Mining Cells. Haben wir 10 rote Pilze und uns... Alter. Ich will doch hier keine Türen. Ich will hier echt keine Türen machen. Würde mir gar nicht mal so gefallen. Ja. So, ach so. Das ist jetzt so natürlich blöd. Ach ja, die bekomme ich ja ab, auch nicht mehr mit der normalen Hand. Das ist ja ganz klug. Na gut, jetzt ist zumindest der Vorhof etwas erleuchtet. So, dürfte ich jetzt bitte... Nee, wo ist denn das Zeug? Das ist da, glaube ich. Tränke, genau. Ja, haben wir mehr als genug. Komm, 2 gönnen wir uns jetzt. 2 solche Mining... Nein, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Ich habe nicht genügend Stone. Okay. Ich habe echt Probleme mit Stein. Ich glaube es nicht. So, gut. Das Zeug schmeißen wir wieder schnell zurück. Stein-Item schmeißen wir auch erstmal wieder zurück. Hier Bedrock und so weiter. Limestone.
behalten wir erstmal, weil den werden wir jetzt gleich weiterverarbeiten. Das Zeug werfen wir rein. Gegnerbelohnungen schmeißen wir auch mal schnell alles weg, weil mein Inventar ist eh so auch voll genug. Und wo haben wir eigentlich Kohle? Haben wir jetzt schon irgendwo Brennmaterial? Haben wir hier. Ja, gut. Ja, ganz viel Laub, das ist sehr schön. So. Gut, wir haben die Mining Cells geholt, das ist gut. Und wir hauen schnell die Extraktoren noch ran. Komm her, stirb. Na? Ihr nächtliches Getier, komm her. Du Nachtpixie. Ja. So, und schnell rein. Da hinten ist etwas dunkel. Lasst uns etwas mehr Licht riskieren. Kann ich das jetzt mittlerweile abbauen? Ja, doch, geht. Gut. Hallo? Alter, wie viel kommen denn da noch? Ich brauche unbedingt das Obsidian. Zack, zack, zack. Und kommt die Kohle, bauen wir auch noch ab, weil egal. Sondern werden wir erstmal hier oder... Ja, wir könnten hier... Komm, hier machen wir... Hier machen wir einen Tunnel rein. La 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 la. Ganz tief, einfach diese Tiefenbauweise, ne? Und irgendwann wird wahrscheinlich ein Gegner hinter uns stehen. Nein, das nicht. Oh. Ah, oh, Alter, hat mich der jetzt erschreckt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich echt... Boah. Da oben ist Kohle. Boah, hört ihr das? Irgendwas ist da in der Nähe, irgendwas Interessantes. Weil ich nicht weiß, ob mir dieses Geräusch jetzt Mut zusprechen soll oder Angst. Bin ich jetzt echt leicht überfragt. So, zwei nach unten. Also das ist so der Weg, wo wir uns dann einfach in die Tiefe graben. Eine Treppe zu einer Mine. So. Die leuchten wir natürlich dekadent, wie wir sind. Nee, komm mit. Mit solchen Fackeln können wir die nicht ausleuchten. Die sind viel zu wertvoll. Aber mit normalen Moosfackeln ist das okay. Da. So. Ja. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern hier, bis die fertig sind, oder? Ja, doch, ein paar Minütchen dauert das noch. Aber es dauert eh auch noch, bis es Tag wird. Solange... Seht euch das an, der läuft einfach auf meinem Dach herum. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Während die hier werken, könnten wir ja nochmal schauen, dass wir hier... Wir müssen hier echt ein bisschen Ordnung reinbringen, huch, weil irgendwie ist diese Mine sehr unordentlich angelegt, muss ich sagen. Viele verzweigte Gänge, da findet man doch nie wieder irgendwo hin. Warum sammle ich jetzt Bedrock? Das weiß keiner so genau, oder? Nämlich hier auch noch so ein riesengroßer Klotz, wo ich Limestone rausgehauen habe und weiter Limestone raushaue. Heieiei. So. Ja, und irgendwie schaffe ich es immer, dass ich die Blöcke zwar abbauen will, aber dann im letzten Moment wegfahre mit der Hand und dann baue ich sie nicht ab. Das ist voll doof. So. Aber ich denke, jetzt haben wir erstmal genügend Limestone beisammen. So. Komm, nehmen wir auch noch ein bisschen Stein mit, weil es egal ist. Und ein bisschen Bedrock. Bedrock ist, glaube ich, soweit ich mich jetzt erinnern kann, so ziemlich eins der sinnlosesten Materialien. Also das können wir dann hernehmen, um irgendwelche Stein-Slabs und Steinstäbe und so Zeugs zu bauen. Weil das brauchen wir ja auch laufen, so ist ja nicht, ne? So. Gut. So. Ja, und ich baue natürlich wieder Limestone ab, obwohl ich gesagt habe, ne, brauchen wir nicht. Haben wir schon genug. Ja, haben wir eh, aber ich baue trotzdem ab. Und jetzt muss ich auch gleich mal schauen, die... Boah, jetzt dachte ich schon, was ist hier wieder los? Schon wieder Gegner. Was ist eigentlich hier? Wieso bin ich hier so... Hm. Und schon wieder dieses merkwürdige Geräusch.
was ist das? Sandstein, okay. Hier haben wir Fossilien. Ich weiß ja nicht. Sollen wir hier weitergraben? Ne, da kommen wir wahrscheinlich irgendwo raus. Na gut, von diesen Gängen graben habe ich eh noch nie wirklich was gehalten. Also wir schauen, dass wir hier rauskommen. Wie lange braucht ihr hier noch? Ach, ein paar Sekunden noch. Ja, komm, die paar Sekunden, die bleiben wir jetzt auch noch hier. Graben wir hier noch ein bisschen Limestone ab. Ein bisschen anderes Zeug. Und ich höre immer noch diese seltsamen Geräusche. Irgendwo in der Nähe ist wahrscheinlich eine düstere Höhle mit ganz bösen Gesellen. Und ich hoffe, dass ich diese Höhle erstmal nicht finde. Weil das ist mir zu gefährlich. Da brauchen wir zuerst wirklich bessere Rüstungen. Weil meine Rüstung ist ja überhaupt fast am kaputt sein. Ja, man sieht, das Männchen ist schon gelb. Also da müssten wir uns auf jeden Fall besser ausrüsten. Bevor wir hier losstarten in ein neues Abenteuer. Oder überhaupt in das erste Abenteuer. Was ist hier? Ist das... Ja, mehr Obsidian! Boah, ich bin froh. Bitte sag, dass es mehr wie ein Block ist. Ja, es ist mehr wie ein Block. Ja, komm, Fackel, schwebt doch einmal kurz in der Luft. Danke, Sir. Ist es mehr wie zwei Blöcke? Ja, es ist auch mehr wie zwei Blöcke. Wie cool ist das denn? Und da haben wir, das ist unser, okay, das ist unser Gang nach unten. Na gut. Darum habe ich das Geräuschzeugs hier auch überall gehört. Meine Stone Mining Cell ist auch schon wieder fast im Eimer. Nun gut, ja, das bedeutet, wir brauchen hier wieder ein paar Extraction-Dinger. Aber das nächste Mal... Oh, die sind fertig. Schön. Gut, die nehmen wir alle mit. Das ist schön. Dort hinten, glaube ich, haben wir noch einen Kohle-Extractor. Ja. Aber wir werden uns jetzt keine normalen Extractor mehr bauen, sondern nur noch Advanced Extractor. Und ich habe Angst, hier sind wahrscheinlich wieder 100.000 Gegner. Ich zücke mein Schwert schon. Und bevor hier nicht alle... Wow. Alter. Die warten wirklich... Ich glaube es ja nicht. Ne, also das war jetzt... Das könnt ihr doch nicht machen, liebe Gegner. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, komm. Hier, Laub. Ich brauche billiges Brennmaterial, wollte ich eigentlich sagen. So, brenn. Gut, das schmilzt dann alles ein, das ist gut. Das Zeug legen wir natürlich auch wieder alles ab. Das kommt nach oben, damit ich weiß, was ich nicht brauche. Weil, was ich nicht brauche, lege ich natürlich auch gleich ab. Limestone brauchen wir aber. Deshalb legen wir es nicht ab. So, das ist Sandstein. Ich glaub's nicht. Wieso kommen die immer in mein Haus? Und wieso habe ich jetzt... Toll. Jetzt habe ich wieder einen Trank umsonst genommen. Eh habe ich fast keine Tränke, aber naja. Das gehört zum Handwerksmaterial, hätte ich gesagt. Ja, genau. Das gehört zu den Tränken. Gut, und weil es so schön ist, werden wir jetzt auch gleich mal... Was war das? Habt ihr das auch gehört? Was war das? Ja, wir müssen Dach bauen. Komm, Dach. Was brauche ich fürs Dach hier? Melted Wax und Stone Slab. Achso, das ist der Ofen. Ich denke mir schon, was tut hier so komisch knistern? Da kommt das Zeug nicht mehr raus. Stone Slabs haben wir eh noch irgendwo, hoffentlich, genau. Und Melted Wax. Und ich brauche definitiv mehr Stone Slabs. Da holen wir uns gleich ein bisschen Bedrock. Bedrock, genau. Weil Bedrock braucht man sonst nicht und da schneiden wir doch gleich ein paar Stone Slabs raus. Ja, da mache ich jetzt gleich übertrieben viele, weil, wie gesagt, Stone Slabs ist ein Material, das braucht man ohnehin ganz, 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 ganz viel. So, schneidet mal fröhlich. Das Gute ist, die schneiden alleine jetzt. Die Dinger, die können wir da reingeben, weil die brauchen wir vorerst nicht. Und wir bauen Dach. Ja. Boah. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ich brauche, aber ich werde mal... Ja, komm, so viel machen wir mal und wenn wir mehr brauchen, sehen wir es dann eh. Gut. 88 Dächer, ja, das ist definitiv zu wenig, aber komm. Hoch da und auch hoch.
Da unten ist eine Kiste, ignorieren wir, brauchen wir nämlich nicht. Ja, jetzt werden erstmal Dächer gebaut. Hey! Gleich könnten wir da auch auf die Hand umschalten. Wir müssen ja nicht immer im Kampfmodus sein. So, zack. Und ich glaube, wenn ich dann das Dach halbwegs ausleuchte und nachdem ich eh so Zwischenteile habe, kann ich es ja auch recht schön ausleuchten. Sollten hier auch keine bösen Gegner spawnen. Und dann sollten wir auch das Problem nicht mehr haben, dass die im Innenhof sind. Normalerweise würde ich mir ja wünschen, dass hier das da so dann sich verbindet. Aber das geht leider noch nicht. Ich hoffe, das wird irgendwann mal implementiert. Aber vorerst geben wir uns einfach damit zufrieden. Und wir haben so auch ein schönes Haus. So. Und ja. Das Dachdecken ist eine Kunst für sich. Das war jetzt blöd. Und da müssen wir uns auf jeden Fall noch irgendwas suchen, was wir hier reinsetzen. Aber ich habe schon eine Idee, was ich da nehme. Wir könnten ja einen Betonblock reintun. Einfach unspektakulär und demonstrativen Betonblock. Sag mal, wieso ist das hier eigentlich so dunkel? Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass dieser Berg, dass das Spiel so weit ist, dass das hier... Nee. Oder vielleicht doch, ne? Der Schatten wandert. Ich meine, das Spiel hat schon ein paar versteckte Features, ja? Die man, mit denen man bei so einem Spiel nicht rechnen würde. Wandernde Schatten zum Beispiel. Wenn jetzt die Umgebung auch noch Schatten hier auf die Dinger wirft, entsprechend, so wie es richtig... Oh, wie es richtig ist. Übrigens, hier ist der Honig gewachsen, den wir gepflanzt haben. Auch nicht schlecht. Können wir ernten gehen bald. Also wir haben nicht den Honig gepflanzt, sondern wir haben den Block mit der Königsbiene gepflanzt und dadurch ist Honig entstanden. So, das lassen wir erstmal, falls wir nochmal rauf müssen. Und wir müssen nochmal... Huch! Jetzt bin ich doch glatt beim Dachdecken vom Dach gefallen. Das ist ja klug. Ja, gut. Jetzt wäre ich bald nochmal runtergefallen. Zum Glück war das nur ein beinahe Unfall. So. Gut, komm. Ja, und ich mache das hier ganz wirr irgendwie. Merke ich gerade. Überhaupt ohne System. So wie es von mir gewohnt seid. So, das hat jetzt bei Weitem nicht gereicht. Wir haben es gerade mal innen geschafft. Ja, gut. Mehr Dächer. Mehr Dächer. Ja gut, jetzt habe ich eh keine Stone-Steps mehr. Zum Glück habe ich so viel... Was war das? Achso, das ist die Musik. Ich dachte mir schon, zum Glück habe ich so viel Stone-Steps gemacht. Ja komm, da können wir locker nochmal... Ja, so viel auf jeden Fall. La la la. Da 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 da. Wunderbar. 120 Limestone-Dach. Und Limestone, ich weiß zwar immer noch nicht genau, was das ist, aber ich glaube, das ist so ein Schiefergestein. Ja, und ich springe hier rum wie ein wild gewordenes Wiesel, weil ich nicht mal weiß, wie ein wild gewordenes Wiesel springt. Aber ich glaube, es springt so, wie ich hier rumspringe. So. Hier und hier. Gut, und an den Ecken müssen wir uns noch was einfallen lassen, weil, wie gesagt, ich möchte hier eigentlich nicht, dass die... Und die Steine, die drunter sind, rausschauen. Das möchte ich nicht. Nein. Oh, das ist schon wieder. Schon wieder aus, das Dach. La 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 la. Ja, und irgendwie wird mir gerade etwas schlecht. So. Und der innere Kreis. So, das nächste Mal braucht man dann nicht mehr so viel, aber es wird sich mit dieser Dachlieferung wird es sich leider nicht ausgehen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Dach produzieren. So, und hier. Oder könnte sich... Nee, das kann sich niemals ausgehen. Alter! Ja, besonders bei diesen Schrägen ist die Steuerung leider noch etwas schwammig. Aber nur etwas. Nicht viel. So. Zack. Und weiter geht's. Ich bin ja gespannt, wie das jetzt aussieht, wenn es dann fertig ist. Jetzt fehlt noch diese Seite und dann... Ach so, da hinten, da... Da habe ich noch eine... Bleibst du stehen? Da habe ich noch eine temporäre Laub... Laubdachbekletterungsding. Und ich habe vorhin gemerkt, ich komme da trotzdem hoch. Also da habe ich noch ein paar Laubblöcke hingestellt.
wo ich am Haus hochgeklettert bin. Das braucht man natürlich auch nicht mehr. Müssen wir auch noch wegreißen dann. So. Und es geht sich natürlich knapp nicht aus. Es wäre interessant, überschlagsmäßig, wie viel ich noch brauche. Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 12, 24. Ja, wenn wir Glück haben, geht es sich mit 24 aus. Also mit 3 Chargen. Heieiei. Ich habe schon wieder keine Stones selbst. Und ich dachte schon, das sind viel zu viele. Aber irgendwie sind es nicht viel zu viele, sondern es geht sich ja ganz knapp sogar nur aus. So. 24, jetzt haben wir sicher um ein Dachding zu wenig. Das wäre mathematisch zwar gar nicht möglich, aber ich kenne mein Glück. Wow. Ja gut, komm, gehen wir da hinten hin. Was ist das? Wieso habe ich das eigentlich hier... Naja. Gut, von da komme ich das, kann ich das leider nicht abbauen. So. Gut. Ja, es ist eine anstrengende Arbeit, fast hier, kann man sagen. Habe ich mich jetzt hoffnungslos verrechnet, oder? Ich habe noch 6. Wow! Alter, was war... Ja, ich... Wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe das Problem wie bei Super Mario zum Beispiel. Oder wenn ich Jump'n'Run spiele, ja, im Generellen, da wo es einen Laufknopf gibt. Da bin ich immer am Laufknopf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das hier auch passiert, dass ich echt permanent am Sprinten-Knopf bin. So, haben wir das Dach jetzt fertig oder was? Nee. Doch. Ja, gut, hier fehlt noch was. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wie geil ist das? Es geht sich wirklich auf den Dachklotz genau aus. So, ja, gut, wunderbar. Dann hätten wir das Dach so. Und jetzt müssen wir nur mehr noch diesen einen, die Zierdeblöcke. Ja, Tür, geh auf, komm. Und zwar brauchen wir da 3, 6, 12, 24 auch. Und ich war am Überlegen, ob ich nicht hier entweder die da nehmen sollte. Oder die Pedestals. Aber ich habe keine Obsidian Rods, das ist das Problem. Brauche ich da auch Obsidian Rods? Ne, da brauche ich Stone Rods. Aber ich wollte ja eigentlich eher die nehmen. Aber 24 ist halt auch blöd. Ne, komm, nehmen wir die. Oder geschwungene. Schauen wir mal, wie die aussehen. Zwei Stein, hier Steinstäbe. Schauen wir mal, wie die aussehen. Machen wir mal 8. Nur mal, um's gesehen zu haben, ob die... Ich weiß, ich habe oben am Friedhof noch ein paar von denen rum... Wahrscheinlich habe ich sogar noch ein paar von denen rumstehen. So. Tja, ich weiß ja nicht. Ja, das Problem ist, wie gesagt, ich muss es momentan so machen. Aber dafür stellen wir hier Fackeln rauf. Ich weiß ja nicht. Gefällt mir eigentlich gar nicht so. Oder? Was haben wir denn an Blöcke da? Ich meine, wir könnten auch was aus Holz machen, aber Holz haben wir ja genau gar nichts Schönes da. Wir hätten noch Limestone Wall anzubieten. Für vielleicht ganz simpel mit Limestone Wall machen. Oder mit Sand. Genau, Sand am Dach. Oder Glas. Ja, Moment, jetzt schauen wir mal. Haben wir einen Obsidian Rod, haben wir noch. Wunderbar. Wie würde denn... Bauen wir eben 8 von denen, ist ja egal. Wie würden die aussehen? Oder sollen wir es kombinieren? Wir könnten ja... Das könnten wir machen, dass wir sagen... Wow, genau. Dass wir sagen, wow. Nee, ja, irgendwie sieht das blöd aus. Das sieht noch blöder aus. Merkt ihr, beim Abreißen macht das Dach ganz merkwürdige Dinge. Ja gut, komm vorerst. Wisst ihr was, wir nehmen Limestone Walls ganz normal. Ja.
Und sobald dann das Dach hier irgendwie vielleicht, falls das irgendwann mal möglich ist, ersetzen wir das natürlich dann ganz, ganz klassisch mit Dach. Ist besser so. So. Ja, so machen wir das. La 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 la. Ich weiß, dass das blöd aussieht, Leute, aber ich kann es momentan nicht ändern. Es geht noch nicht anders. Alter, das sieht echt so bescheuert aus. Tja, leider. Leider, leider ist das so. Ich verschwende hier auch meine Kohlefackeln, das ist mir auch ganz klar. Aber naja, ich will ja ein schön ausgeleuchtetes Dach haben. Nicht, dass hier die bösen Monster spawnen. Es ist immer so, wenn man ein Dach baut, Leute, immer aufpassen, schön ausleuchten. Ich glaube, ich werde gleich mal wieder ein paar Kohlefackeln bauen. Ich befürchte, ich brauche welche. So, wir brauchen 12. Genau, 12. Ja, 12 solche Dinger. Genau, ich breche mir den. Genau, ich sage immer genau. Genau, genau, genau. Ja. Komm. Hallo. Ich würde da draufklicken. Danke. Mach mal 2 von denen. Sind zwar ein bisschen zu viel, aber naja. Und ich brauche Kohlefackeln. Dazu nehmen wir das da und ein bisschen Kohle. Oh nein, ich habe die Tür offen gelassen. Hoffentlich kommt das Liefi nicht rein. Kohlefackeln. Hey. 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 Hey, hey, ja, komm. Sind wir mal nicht so geizig und bauen da gleich ein paar. Ist ja nie schlecht. Kohlefackeln kann man immer gebrauchen. So, und hoch da. Hallo, Leafy. Naja. Naja. Zack, zack, zack. Und Fackel rauf, Fackel rauf, Fackel rauf. Hier auch, hier auch, hier auch. Gut, ich muss sagen, hier die Fackel am Eck, die nehmen wir weg. Dafür hauen wir hier eine her. 3 und hier eine her. Ne, hier ist zu weit. Oder? Nö, passt schon so. Nö, passt nicht. 2 Abstand machen wir hier. Also es sind einfach zu viele Fackeln da am Dach. Meinen Sie, nee, so auch schon fast zu viele. Dann hier. Und hier und da kommen noch meine Blöcke hin. Die schönsten aller schönen Blöcke. Aber ich wüsste auch nicht, was ich sonst momentan hinsetzen könnte. Da gibt es leider noch nicht sehr viele Alternativen. So, hier, hier und hier. Ja, wunderbar. Und somit ist unser Haus erstmal die erste Version der Villa del Cloud ist fertig. Genau, ich breche mir das den Fuß, während ich runterspringe. Wobei, jetzt muss ich rundherum alles noch ein bisschen schöner designen und das abreißen. Komm, einmal, zweimal, dreimal. So. Ja, und vor allem, ich muss das hier. Ich baue momentan überall noch Fackeln ran. Das wird natürlich dann besser, sobald ich mal anderes, schöneres Beleuchtungsmaterial habe. Nehme ich das auch her. Aber vorerst habe ich ja nur wirklich Fackeln. So, das Zeug gehen wir alles da rein, wo es hingehört. Das Zeug gehen wir auch da rein, wo es hingehört. Moment, das Melted Wax kommt auch hier rein, das kommt hier rein. Und was haben wir denn hier noch so? Ach, die eine Fackel, die reißen wir auch da weg, die gehört nicht da nicht hin. So, und jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn noch an Dirt so herumliegen. Was ist eigentlich Reserve, die ist leer. Gut, Dirt. Ja, und wir, sollten wir vielleicht gleich so einen schönen Steinweg um das Haus herum bauen? Ja, das werden wir gleich machen. Boah, da müssen wir aber wahrscheinlich voll hochbauen, damit wir diesen blöden Stein, diesen schönen Steinweg natürlich bauen können. Was brauchen wir, um diesen Steinweg bauen zu können? Steinweg, Steinweg, hier. Steinweg. Okay, Stone Rod und Stone. Ja, toll, ich glaube, ich habe keine Steine mehr. Habe ich noch Steine? Ja, viel sind es nicht. Zumindest habe ich noch genügend Stone Rods, das ist auch schon mal viel wert. So, komm. Ja, da können wir schon bauen.
sehr gut. Ja, und jetzt werden wir einen kleinen Weg um das Haus noch bauen. Was war das? Ich höre seltsame Geräusche. So, das wird jetzt aufwendig, aber wir werden es schaffen. Warum das da unten diese beiden Blöcke jetzt zum Beispiel da nicht ableinen, keine Ahnung. Und es, so leid es mir auch tut, wir müssen diesen Baum vor dem Haus, den müssen wir leider wegreißen. Es hilft alles nichts. Müsste ich jetzt wieder aufs Dach hoch irgendwie. Und den müssen wir wahrscheinlich auch wegreißen. Ach ja, ich weiß, das ist eigentlich ein Naturschutzgebiet, aber naja. Jetzt brauche ich wahrscheinlich wieder die ganze Folge, um den Baum wegzureißen. Bitte verzeiht mir, Leute, aber ihr wisst ja, ich will den ja schön wegreißen, mitsamt den ganzen Laub und so weiter und so weiter. Weil das kann man ja alles brauchen, früher oder später. Ist ja alles Brennmaterial, gutes Brennmaterial. So, la 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 la. Ja, nächstes Mal wissen wir, wir pflanzen keinen Baum direkt vor der Haustür, weil das ist etwas kontraproduktiv. Weil der versperrt uns ja dann die ganze Sicht. Das wollen wir ja natürlich auch nicht. So. Und ja, das Haus ist zumindest fertig. Jetzt müssen wir rundherum noch bauen. Irgendwie werde ich es nie mehr schaffen, dass ich auf Erkundungstour gehe. Weil die Folge ist ja auch schon wieder fast um. Aber zumindest ist jetzt unsere schöne Villa fertig. Schade, schade nur, dass das mit dem Dach noch nicht klappt. Das, ich hoffe wirklich, dass das bald mal kommt, dass man diese Dachdinger auch ums Eck setzen kann. Zu wünschen wär's. Weil so sieht's halt jetzt nicht so prickelnd aus. Naja. Und es wird schon wieder Nacht. Mensch, jetzt wo ich eigentlich bauen wollte, darf es doch nicht Nacht werden. Weil ich muss nämlich wirklich Acht geben. In der Nacht sind die Gegner doch etwas gefährlicher und... Nicht, dass ich da sterbe. Weil ich bin eigentlich ganz froh, dass ich am Friedhof momentan erst ein Grab habe und nicht schon 2, 3 oder 10, wie es bei mir üblich wäre. Ich reiße mich nämlich richtig zusammen, ne? Merkt ihr vielleicht gar nicht, aber ich bin richtig vorsichtig, dass mir nicht etwas passiert. Weil da gibt es ja Leute, die stürmen da einfach herum und laufen immer. Mache ich natürlich nicht, ich laufe nie. So. Ja, das ist jetzt... Eine etwas langwierige Geschichte. Ich könnte das Zeug natürlich auch abbrennen, aber wir brauchen das Laub ohnehin als Brennmaterial, weil wir werden, wenn wir dann wirklich mal auf Erkundungstour gehen und ja, das ist jetzt der Running Gag, das ist der Mythos schlechthin, wir werden es wahrscheinlich nie schaffen, aber sollten wir es vielleicht doch irgendwann mal schaffen, auf Erkundungstour zu gehen, dann, ja, dann, dann sammeln wir so viel Zeugs, dass wir brennen müssen, also brennen im Ofen. Und da bin ich froh, wenn ich dann billiges Brennmaterial habe. Denn Kohle ist durchaus etwas wertvoll und mag ich eigentlich nicht als Brennmaterial verwenden. Das ist zumindest jetzt meine Einstellung zu dem Ganzen, ja. Vielleicht früher oder später, irgendwann mal kann man es dann schon auch eine Ausnahme machen und auch als Brennmaterial meinte ich natürlich verwenden. Aber momentan bin ich eher noch etwas am Sparen und gucke, dass... dass ich eher Laub als Brennmaterial verwende. Weil die Bäume muss ich sowieso wegreißen, weil von selber verschwinden sie eh nicht. Und ich will ja nicht diese halbfliegenden Bäume hier in der Wildnis herumstehen haben. Das sieht ja auch nicht schön aus. So. Und es geht weiter und weiter. Aber wir haben es ja eh schon fast. Es geht ja eh halbwegs schnell. So ist es ja nicht. Tja. Und wir reißen ab und reißen ab und reißen ab. Und ich höre immer merkwürdige Geräusche. Was ist das da drüben? Was ist das da drüben? Ist das ein... Achso, das ist ein Pixie. Also ein Schweinchen. Ich dachte mir schon, das sieht etwas merkwürdig aus. Und jetzt kommen die Nachtkreaturen schon schön langsam zu mir. Man sieht, sie ziehen die Kreise enger und sie treiben mich in die Enge. Und irgendwann werde ich nicht mehr auskommen und muss sie alle bekämpfen. Doch sie wissen noch nicht, dass wenn sie sich mit mir anlegen, dass sie ihr Todesurteil unterschreiben. Also, theoretisch. Hallo? Was? Nee. Was ist jetzt bitte los? Der ist neu ge... Wie gibt... Was?
Alter, der ist neu gewachsen. Freunde. Nee, komm, das ist aber jetzt ein Scherz, oder? Der ist wirklich... Der ist neu gewachsen. Ich glaub's nicht. Der ist einfach so motiviert neu gewachsen. Hier ist nicht mal ein Setzling gewesen. Wie kann dieser... Der ist... Dach, was machst du da? Ja, also komm, das... Ja, sorry, Leute, da kann ich jetzt nichts dafür. Der Baum muss leider weg. Und er ist jetzt einfach vor meinen Augen neu gewachsen. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist. Das hat jetzt wahrscheinlich irgendwas mit Serverlag zu tun. Ich meine, ich könnte ihn auch einfach abbrennen. Ja, schauen wir mal, wie viel übrig bleibt, wenn ich hier diesen Block anzünde. So. Ja, eingekreist von... La 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 la. Moosfackeln. 2, 3. 4. Wuhu, und er brennt. Die Fackel nehmen wir natürlich mit, sonst fliegen die in der Luft. Das will man natürlich auch nicht. So. Und da vorne muss ich auf jeden Fall hier die Blätter wegreißen, weil ich will natürlich nicht, dass der mir mein Haus anzündet. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Jetzt wird sich das Feuer so schnell ausbreiten, dass es hier mir gleich mein Haus wegreißt. Wobei das Feuer ist eh sehr langsam unterwegs hier. Und es ist ausgegangen, oder wie? Nee, es brennt noch. Gut. Liebes Feuer, unterstütze mich bitte, diesen Baum wegzureißen. Ich will den nicht mehr haben von meiner Hütte. Aber was war das jetzt bitte Seltsames? Ich meine, ich will den Baum wegreißen und auf einmal wächst er wieder von selber nach. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich würde es verstehen, wenn ein Setzling da unten gewesen wäre. Aber da ist kein Setzling gewesen. Merkwürdige Dinge passieren. Naja, gut, ist noch Beta-Version. Da kann sowas durchaus passieren. Also geben wir dem Spiel trotzdem eine Chance. Für alle, die jetzt sagen, boah, so eine Scheiße, das darf ja nicht passieren. Scheiß Spiel, ich werde es nie spielen. Ist okay, Leute, spielt's nie. Ihr verpasst etwas. Aber wenn ihr nicht wollt, kein Problem. Ja, das ist jetzt leider wirklich etwas unnötig. Da, 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 da. Und die Flamme brennt nicht mehr, die ist auch ausgegangen. Ja, das Feuer ist auch voll sinnvoll hier bei Creativerse. Wisst ihr, bei Minecraft, da wäre schon der ganze Wald weggebrannt. Da würde mein Haus schon lichterloh in Flammen stehen. Creativerse ist da etwas humaner, was Flammen betrifft. Mein ist gut, wenn man versehentlich etwas anzündet, weil bei Minecraft hätte es durchaus manchmal passieren können, dass man etwas anzündet und dann ist echt alles weg. Aber das hat der Notch wirklich absichtlich so gemacht, damit man wirklich aufpasst, wenn man mit Feuer spielt. Ja, also der Notch ist der Entwickler von Minecraft, für alle, die es nicht wissen. Und der hat sich wirklich gedacht, naja, komm, ich baue ein Feuerzeug ein, ja, und... man kann auch Sachen anzünden, aber weh, man zündet das falsch an. Da hat man keine Chance, da brennt alles ab, ja. Und da gab es dann Leute, die haben dann wirklich das Spiel beendet, um ihr Savegame zu retten. Nur das ging dann irgendwann auch nicht mehr. Und ja, einmal angezündet, hat dann die ganze Welt gebrannt. Also wenn man hier einen riesengroßen Wald hatte, da wo alles aus Holz war, tja, war Pech. Weil das war dann alles weg. Tja. Nein, ich hoffe, apropos alles weg, ich hoffe, das ist hier jetzt auch bald alles wieder weg. Und ich mache das schon wieder mit meiner guten Mining-Cell. Ja, ich bin so ein guter Creativerse-Spieler. Heieiei. Komm, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, es stört mich jetzt schon etwas mit diesem Baum, dass der jetzt wieder gewachsen ist. Das hätte nicht sein dürfen. Finde ich nicht gut. Wenn er jetzt nochmal wächst, dann ist gut, weil dann haben wir positiver Effekt ist, dann wir haben eine unendliche Quelle an... Laub. Negativer Effekt ist, dass wir bei unserer Haustür nicht rauskommen. Weil immer ein Baum davor steht. Ja, aber komm, nochmal darf das jetzt nicht passieren. Huch, nein, warte. Aber, da war ja echt nur der Holzblock war irgendwie da. Jetzt sind gerade... Ja, komm, hau ab. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Und zu wieder? Schnell. Ach, hey. So, jetzt bekomme ich es mit der Angst zu tun, weil es steht vor meiner Tür. Ich merke gerade, ich habe keinen zweiten Ausgang. Na toll.
Na toll. Oh, wir haben zumindest genügend Brennmaterial jetzt gesammelt. Das ist schon mal schön. Mach mal auf. Oh, Alter. Nee, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Jetzt kann ich Ringelreihe spielen mit den ganzen Gegnern. Wie viele sind da jetzt reingekommen? War es eh nur einer? Also ich habe die Tür dann wieder zugemacht. Ja, komm schon rein. Nervt wem anderen. Obwohl, ich habe dir ja Tür und Tor geöffnet, damit du mich nerven kannst, ne? Meine Rüstung ist auch fast kaputt. Na toll. So, wenn ich den jetzt wegreiße... Na Gott sei Dank. Nun gut. Wann wird's wieder Tag? Wann wird es denn endlich wieder Tag? Hopsasa, Tag, hopsasa. Genau, so eine schöne alte Melodie. Jetzt muss ich mal schauen. Rüstung, die nächstmögliche Rüstung mache ich aus Obsidian. Ja, ist eh klar. Obsidian ist ja übrigens nicht so viel wert wie Minecraft. So, und was brauche ich hier für diese Advanced Extractor Stone Slabs und Obsidian Bars? Okay. Wo haben wir eigentlich Handwerks-Items, sind die Obsidian Bars drin? Und Stone Slabs. Ja, komm, wir bauen 2, 3 Advanced Extractors. Weil... Ja, so halt. Und ich muss Obsidian Slabs. Schneiden wir hier auch gleich ein paar. Weil dann können wir uns hier auch Obsidian Mining Cell, Bedrock und Limestone. Na super. Ja gut, vorerst brauchen wir die nicht. Also vorerst können wir die eh nicht bauen, weil jetzt müssen wir mal warten, bis die Obsidian Slabs fertig sind. So, und ich habe hier 3 Setzlinge. Das ist schön. Ist schon wieder Tag. Also ich habe eh hier... Noch ist Nacht, aber es scheint so, als wie wenn die Nacht etwas hell wird schon. Also es könnte bald Tag werden. Ih, was ist das denn Hässliches? Ich glaube, es würde sogar besser aussehen, wenn ich die Blöcke weglasse. So, wir wagen uns aus dem Haus. Ach, und da haben wir schon erste Besucher. Ja, das Lustige ist, der hat mich bei der Tür gesehen und läuft dann wirklich bis zur Tür. So. Ja. Zum Glück mit dem Steinschwert kann ich die ohnehin relativ gut vernichten, die Gegner. So, muss ich hier echt... Boah. Da habe ich jetzt richtig viel aufzufüllen. Ich glaube, da muss ich irgendwo dann sogar... mir etwas Dirt holen, befürchte ich. So. Ah, und da liegt auch was. Haben wir da auch einen Gegner getötet. Hm. Ja, und schade, der Baum ist auch im Weg. Ich will doch nicht meine ganzen Bäume umreißen, aber wie es aussieht, bleibt mir nicht anderes übrig. Also nochmal Baum abreißen. Wieso habe ich denn eigentlich gepflanzt? Frage ich mich jetzt gerade. Ah, Honig, sehr schön. Ja, hier ist Honig gewachsen, das ist gut. Boah, aber ich bin froh, dass jetzt das Haus endlich mal soweit fertig ist. Wenn wir jetzt rundherum den schönen Weg auch noch fertig haben, dann haben wir zumindest mal die grundlegenden Dinge geschafft und können uns dann anderen Dingen widmen. Ja, aber zuerst müssen wir natürlich... Ja, und es ist Tag, die Gegner verbrennen. Das ist schön. Schön zu sehen. Nein, ich bin nicht irgendwie masochistisch veranlagt, wollte ich eigentlich sagen. Die Gegner, die müssen verbrennen, weil die gehen mir sonst am Keks. Ach, interessant, da brennt einer im Laub. Ein seltenes Naturschauspiel. Die Nachtkreaturen, die normalerweise unter freiem Himmel zu brennen beginnen, brennen auch in Bäumen. Doch das passiert ganz selten. Nur einmal in 100 Jahren. Oder so. Hm. Ja, genau. So. Ja, und ich reiß das Zeug weg und reiß es weg. Und ich hoffe dann doch, also wir haben jetzt auf jeden Fall genügend Brennmaterial erstmal. Jetzt muss ich ja wirklich eher mal abenteuern gehen, weil meine Brennmaterialkiste, glaube ich, ist voll. Ich habe da keinen Platz mehr. Ich will nicht eine zweite Brennmaterialkiste bauen. Das wäre etwas doof.
Aber ich könnte jetzt eigentlich auch die Advanced Extractors nehmen und die mal oben reinhauen, da wo der Obsidian war. So. Gut, wir haben die letzte Ebene schon erreicht, das ist schön. Da, 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 da. Bauen wir hier die Umgehungsstraße um das Haus herum. Die Umgehungsstraße. Obwohl es eigentlich Umfahrungsstraße heißen müsste. Aber es ist in dem Fall hier ein Gehsteig, also nennen wir es Umgehungsstraße. So. Genau. Sobald wir hier diesen Eschenbaum fertig abgeholzt haben, passt das auch um. Wehe, der baut sich hier auch wieder automatisch neu hin, dann bin ich aber sauer. Aber das wird ja wohl nicht nochmal passieren. Ja, und die Stein-Mining-Cell, die ist leider etwas langsam. Du bin ich schon Besseres gewohnt. So viel kann ich spoilern vom anderen Spielstand. Weil ich spiele das ja auch privat. Ich spiele das jetzt nicht nur Let's Play. Ich spiele das auch privat und ja, da bin ich schon etwas weiter. Aber das werden wir alles noch sehen. Gemeinsam. Das wäre jetzt ein gutes Episodenende gewesen. Wir hätten die Zeit auch schon erreicht, aber ich habe ja wieder mal Lust und Laune hier weiterzubauen. Und deshalb, ja, überziehen wir einfach mal wieder ein paar Minütchen, weil es ja egal ist. Tut ja niemandem weh. Zack, zack. So. Einmal da. Boah, die müssen auch so viele Blätter haben, diese Bäume. Aber es ist alles Brennmaterial. Das ist quasi grünes Gold. Oder so. Ja. Deshalb ist die Farbe des Dollars auch grün, weil das Laub auch grün ist und die Wiesen und so weiter auch grün und das soll symbolisieren, dass das Zeug wertvoll ist. Ich will hier nicht runterfallen mitsamt dem Laub, das wäre nix. Wäre nicht so schön. So. Bald haben wir ihn abgerissen. Bald haben wir den Baum komplett abgeholzt. Und dann können wir hoffentlich weiterbauen. Unsere Träume weiter verwirklichen. Sofern er nicht wieder neu dazu wächst. Huch. Nö. Gut, das war wohl nur vorher der Bug. Das ist gut. Tja. Ja, dann schauen wir mal. Boah, wir müssen hier... Ach, hey. Ich glaube, ich muss... Wow. Ich muss echt irgendwo Dirt sammeln. Weil das ist wirklich... Ich muss ja hier auch eine Abstufung machen. Ja, das können wir ja so nicht lassen. Außer wir machen hier außen eine Steinwand hin. Ja, komm, das machen wir, damit es nicht so schräg aussieht. Dann machen wir da außen dann eine Steinwand hoch. Ich meine, hier vielleicht dann nicht mehr. Ja, werden wir alles sehen. Schön, da war ein bisschen Kohle drin. Boah, und hier ist voll der Zoo. Voll viele Gegner. Das ist ja schön. So. La 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 la. Gut, da hinten geht es sich zum Glück schön aus, wie es aussieht. So halbwegs schön zumindest. Wir werden hier aber richtig hoch. Das war eigentlich... Toll, ich habe kein Dirt mehr. Ja, es war so nicht geplant. Aber naja. Wir werden hier jetzt trotzdem mal kurz eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal vor unserer Pornovilla. Moment. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Creativerse. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.